Moin Freunde und herzlich willkommen beim neuen Let's Play Battlefield Play for Free. Ja, heute mit einer kleinen Waffenvorstellung. Ja, wie die Waffe heißt und ein paar Details erfahrt ihr jetzt gleich im Vollbild Let's Play. Viel Spaß! Da, Alex wieder dabei, wie immer. Wir machen das zusammen. Und jetzt geht's auch schon gleich los. Hoffen wir doch. Und da sind wir. Und zwar mit der 9A91. Und ja. Ein paar Details. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ich spiele ja zum ersten Mal. Heute früh im Daily Draw gewonnen. Ach, das Ding hat ja gar nicht fliegen müssen. Naja, herzlichen Glückwunsch. Hier steht ein. Ja, heute früh im Daily Draw erhalten. Und dann machen wir gleich mal eine kleine Waffenvorstellung zu dem Ding. Ja. Also den technischen Details. Die Waffe hat einen Schaden, der hoch ist. Präzision, naja, ist eher niedrig. Munition, sie hat 20 Kugeln im Magazin und davon 4 Stück. Und die Reichweite ist erstaunlich sehr lang. Und jetzt fliegt sie gerade irgendwie fehl. Ja, die Feuerrate ist mittel- und vollautomatisch. Das war ja gar keiner. Ach, Scheiße. Verdammte Scheiße. Ja, so war jetzt gar nicht die Waffe rausholen. Vor der ich etwas Schiss habe, wie gesagt. Weil. Ich hab sie noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, wie die ist. Wir haben keine Attachments draufgepackt. Irgendwer nicht, wenn das so ein Zeit. F2. Der wird ausgeschlossen. Jude. Okay, wir sind anscheinend ein sehr geiles Team. Wir machen sie schon von weiter weg platt, wieder mal. Das ist sehr lustig. Das letzte Mal mit der G53 liegt das sehr ab. Und da muss ich aussteigen! Ich hoffe, ich spawn jetzt bei R. Ich hoffe es einfach mal nur. Nein, die nehme ich ein. Ach toll, ich spawn nicht bei C. Das ist doch dein Ding. Wir sind jetzt hier Pionier. Ja, schauen wir mal, wie sie sich macht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die kostet irgendwas mit 1200 noch was Pfund. Ich hasse Düstenjäger. Zu 2, das ist minderwertig.
thing with the old one too, one of us. What's in the mega? She's really not old with it. That's what I'm saying. Oh, the sea's just in. Dele Columbus! That's all you got. Dele Columbus! Is he eingeschlagen? Doch! Hat eingeschlagen! Komm, lass mir noch meinen übrig. Och Mann ey. Sniper, ich hasse euch. Och mein Team. Mann ey. Was ist denn mit C los, Jungs? Kriegt das gebacken? Und ich habe keine Munition mehr für meine RPG. Ist dein Ernst? Da kommt so ein Scheißvieh vorbei. Ich habe nur noch eine Fahrzeugabwehrmine. Ich kann mich bloß hier reinstellen mit den Scheiß. Nein, Leute, ich bin direkt. Okay, jetzt haben wir B. Wir haben K. Ach, Mann, ey. Das rotzt mich ja normal etwas an, dass man keine Fahrzeuge hat. Ich habe jetzt wirklich Fahrzeuge. Ich habe nichts getroffen. Wir haben hier die. Dabei. Als Veteran, Kollegen hier im Spiel. Ich weiß nicht, welche gerade besser ist. Wie sind die denn überhaupt? 15? Jetzt müssen sie da eigentlich theoretisch einfach mal hinbekommen. Jetzt hat er wieder das Auto geklaut. Ist das dein Ernst gerade? Ah, ist das so. Mann, 1400 Punkte für den Arsch! Mann! Panzerfaust, der dreckig was alles. Wenn ihr jetzt kommt, ist das eine Arschkarte, weil ich bin da. Ja, gut. Was ist denn Schuss? Okay, die Waffe ist nice. Finde ich sehr geil. Mach doch mal Mitteldeckig. Weil ich die Waffe jetzt noch nicht richtig testen konnte, machen wir gleich mal noch eins. Ist ja nicht. Wir gewinnen ja eh noch, ja, dann weiß ich nicht. 1700. Ist das widerlich? Widerlich. Vitali Klitschko. Hier so und so. Ja, geil! Happy, happy. Ich bin happy. So, Nippo. Hier unten, wo bin ich? Guck mal, ja, Alex, das bin ich. Hier, schau dir an. Solange ich in dem Flugzeug sitze, ist das doch nice. Wir wären bloß gerade hier getroffen. Mach doch mal was, Alter, ey, komm! Los! Mach ihn alle! Du kannst nicht so. Jetzt von hinten. Jetzt! Bäm! Wie nice! Oh!
trainieren mit Spaß und anderer Freude nicht. Die kann sich abschließen, das muss gar nicht. Das ist jetzt schon wieder da. Was ist los? Das ist nicht. Nicht. Schon Mittag? Das gibt's nicht. Natürlich, okay. So, jetzt aber Waffentest nicht. Ja, ja. Wie viel Blut hast du im Heli gemacht? 60. Mittlerweile. Jo. Was ist denn das hier für ein Panzer? Ist das für uns einer oder was ist das? Das ist ein ich würde mal improvisieren, habe ich mit meinem Akkuschrauber auch in your face, bitch. Ich schwör dich schon. Und dann versucht aber jemand, was das ist. Rex! Rex! Einsteigen! Das ist scheiße, okay. Ich nicht. Junge, triffst du mal? Och nö, Leute. Das war jetzt aber richtig minderwertig von mir. Das tut mir leid. Bei dir irgendwie was schief? Wie magst du das? Junge! Junge! Was sind die hier hinten, ey? Na ernst? Thank you.
Mann, ey! Fuck! Scheiße. Hätte mir vielleicht doch die MP7 als zwei Waffe einbauen sollen. Aber wir wollen ja hier einen Waffen-Let's Play-Test nicht machen und da machen wir nur eine Waffe. Ich hasse Sniper! Fuck. Sniper! Ich hätte mir aber denken können, dass er irgendwo steht. Unter meinem Auto. Nee, jetzt nimm doch mein Auto! Das ist auch nimm doch mein Auto! Radikale Maßnahmen. Attacke, alle Vorwurfsleide. I got one with an enemy sniper. Ist jetzt mal irgendwas krank gesiegt? So willst du mich irgendwie zu verlieren oder was ist das? Junge, ich mach mal Posten weg hier! Shit, ich bin runter. VR. Nicht dein Ernst, Alex. Kacke! Das ist nur. Ich geile Handschuhe an, aber guck dir meine sexy Handschuhe an. Die in deinen Titten sind, da war ich nicht schnell, was bei mir los ist. Ging schneller als ich bin. Ja. Position cleared and under control. Wer war noch danach? Position cleared and under control. Ich schätze nein. Nö. Eigentlich nicht, keine Ahnung. Was ist das denn, Alter? Wieso steht denn der bei der A-Basis? Das war einer. Natürlich ist er.
denn das für ein Spinner, ey? Die sitzen doch noch drin. Na, trotzdem. Genau, du kannst doch halt schießen. Das war jetzt Fehler von mir. Naja, trotzdem. Ich bin da ehrlich. Hat ja auch, naja, wie gesagt, Schaden niedrig. Beziehungsweise, nein, Schaden hochstöche. Hast du den gesehen? Ja, der stand oben, ja. Das war jetzt leider zu wenig Reaktion. Tut mir leid. Ach, Junge, ey. Was ist das denn? Freunde, macht ihr da? Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen, auch wenn es jetzt nicht so richtig abging. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.